Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play Projekt hier auf diesem Kanal Chroniken der Spiele. Wir spielen die erste Folge von Paper Bark. Schön, dass du dabei sein möchtest. Wir spielen einen kleinen Wombat, der in Australien lebt. Und ich muss die Musik ein bisschen runterregeln. Auf meinem Kopfhörern, denn das kann man extra nicht einstellen. Ja, ein Spiel von Paper House habe ich noch nie gespielt. Kenne die nicht. Und hier haben wir ein Menü mit der Geschichte. Kapitelauswahl, Bibliothek, Einstellungen, Credits und natürlich können wir rausgehen. Wie gesagt, es gibt hier keine Musikeinstellung. Die Bibliothek können wir uns mal ansehen. Es gibt hier gewisse Tiere, die wir entdecken dürfen in diesem Spiel. Und da bin ich sehr gespannt darauf. Ich muss aber trotzdem nochmal leise. Das ist extrem. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen gleich die Geschichte. Das Spiel geht nicht so lange. Und ja, ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Ich habe das Spiel einfach auf Steam entdeckt. Und mir gefiel es einfach. Ja, ich klicke drauf. So, schauen wir mal, wir sollen vielleicht malen. Ich weiß nicht wie. Das können wir mit der Maus machen. From deep in the soil to the tops of the trees, the Australian bush teems with plant and animal life. Ja, das Spiel ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln natürlich, leider. Aber Gott sei Dank kann ich das nochmal vorlesen, finde ich gut. Von den Tiefen der Erde bis zu den Spitzen der Bäume. Das australische Buschland strotzt vor pflanzlichem und tierischem Leben. Winter rain and warm spring days encourage growth throughout the bush. Winterliche Regen und warme Frühlingstage fördern das Wachstum innerhalb des Buschlandes. Kann sogar fertig malen. But as summer progresses, the land bakes under the relentless sun. Aber während der Sommer fortschreitet, wird das Land unter einer erbarmungslosen Sonne erhitzt. Kapitel 1. The Paperbark Tree. Die Myrtenheide. Hier können wir was sammeln, steht da unten. Und da sind wir. Ein kleiner Wombat. There is a wombat who lives under a paperbark tree. Dort ist eine Wombat, der unter der Myrtenheide lebt. Da ist er. Er hat gerade ausgeschlafen. Süß. Soll ich noch was ausmalen? Geht da was? Ja. Süß. Niedlich. Und da soll ich jetzt drauf tippen, mal gucken. Hier. Und dann gehen wir weiter. Haben auch ein Achievement bekommen. Das Tutorial. Ich glaube, wir können dieses Spiel nur mit der Maus spielen. Und entdecken die Welt immer mehr, indem wir ja eben dahin gehen und aufdecken. So, es gab es ja auch schon ähnlich wie Beyond Eyes mit einem blinden Mädchen. Das hat mein Herzchen Let's Played auf der Suche nach Neni, eine Katze. Naja. Wir gehen auf Entdeckungsreise. Hier sind Fußspuren.
So schön gemacht. So richtig schön malerisch. Wir gehen einfach weiter. Wir suchen diesen Vogel oder mehrere Vogelarten. Da ist einer. Da. Oder mehrere. Süß. Ja, ist ein sehr ruhiges Spiel. Ich glaube, den Ton auch nochmal ein bisschen raufregen. Für mich jetzt. Weil jetzt ist ein bisschen ruhiger. Und wir schon weiter. Das ist ganz ungewohnt. Ich versuche doch mal mit der WSAD-Tasten was zu machen. Nein. Aber das ist so eine Zikade. Okay, 1 von 5 wohl. Oder? Muss mal schauen. Und darum wird das Let's Play auch ein bisschen länger gehen. Mal gucken. Einfach mal genießen. Es wird Sommer. Und wir suchen ein neues Zuhause, soviel ich weiß. Ah, 1 von 50 steht da. Okay. Möchte mal wissen, ob wir die Liste so mal aufrufen können. Ich guck mal. Nee, gerade nicht. Ich habe jetzt mal ein paar Tasten gedrückt. Da ist doch noch was, oder? Nee. Hier sollen wir auch hingehen. Das können wir essen. Dauert ein bisschen, ne? Ah! Süß! Er freut sich, er hat Herzchen dran. Und 1 von 15. Aha, alles klar. Schauen wir mal weiter, was wir noch erreichen können. Hier als kleiner Bombard. Noch haben wir ein Tutorial. Wir entdecken immer mehr. Da war was, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Habe ich einfach drauf geklickt. Da könnte was sein. Ist das was? Ist ein Rot. Und Fliegen, nee. Schauen wir mal, da sind auch noch die Vöglein. Und hier können wir wieder essen. Und uns die Zikade holen. Zack. Und weg. Haben wir uns einfach gegönnt, haben wir uns einfach mitgenommen. Ein bisschen was zum Sammeln. Schon sehr interessant. So süß. So süß gemacht. Irgendwo zirpt da nochmal was. Oh. Umgefallene Baumstämme können diesen hungrigen Wombat nicht aufhalten. Süß. Er ist durchgebrochen. Na, schauen wir mal, da können wir auch hier weitergehen, aber hier zirpt noch irgendetwas. Ja. Vögeler? Da. Du glitzerst ja. Oh. Mein Bilderdex wird gefüllt. Warte mal. Oh, ich muss dich da reinsetzen. Cool. Warum ich ihn noch nicht einsetzen kann, das weiß ich noch nicht. Aber ist cool. Süß. Macht sogar Musik. Mein Bilderdex ist das. Und die glitzern also. Alles klar. Süß gemacht. Süß gemacht. Da ist die Zikade. So viele? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ob man die Maus jetzt sieht. Weil ich habe es immer so eingestellt. Darüber mache ich mir jetzt gerade Gedanken. Da will ich nicht hin. Nein. Da soll ich hin? Schau mich erstmal hier noch ein bisschen um. Das ist eine interessante Wahrnehmung. Ist das die Wahrnehmung von unserem Wombat? Aber es bleibt, glaube ich, so, ne? Wenn ich was entdeckt habe, dann ist das auch so drin. Er ist so niedlich. Ist auch gar nicht so einfach zu kommentieren, weil einfach auch nicht sehr viel passiert. Aber es muss es ja auch nicht. Einfach mal ein bisschen genießen, chillen. Da wollte ich rüber, ne? Und? Zack. Zu den Vögeleien. Die hüpfen aber auch gleich wieder weg. Da ist ein Schmetterling. Oh, die sind aber gemein. Da ist die Zikade. Ich schau mal erstmal. Ich hätte gerne mal, dass das fixiert bleibt, damit ich nochmal sehen kann, was ich sammeln muss. Aber die Schmetterlinge sind hart. Weil die fliegen einfach gleich davon. Das wird gar nicht einfach sein.
Nee, das ist nicht einfach. Da ist eine. Davon habe ich schon ziemlich viele. Ich habe von allen mal ein bisschen was gesammelt. Sagen wir mal so. Ich bin ja da so. Ich möchte gerne immer alles haben. Da könnt ihr noch was sein zum Essen. Ach, da will ich auch hin. So, ein paar Mal draufklicken. Ja. Dann haben wir das hier. Gut. Dann gehen wir aber noch mal runter kurz. Da noch mal irgendwas ist. Nein, da scheint nichts zu sein. Irgendwo zirpt es aber. Die merkt man. Die hört man sehr gut. Gehen wir einfach weiter. Wir mümmeln einfach weiter. Und essen. Und trinken vielleicht auch noch irgendwann mal. Aber zumindest essen und trinken. Dann schauen wir mal. Da will ich nicht hin. Aha. Das glitzert. Das habe ich gleich in meinem Dex drin. Das ist hier drin. Alles klar. Ich würde aber gerne nochmal zurück wollen. Ja, geht. Super. Süß. Das hat er gut gemacht. Niedlich, ne? Was könnte da noch sein? Da ist doch noch irgendwas. Da. Fliegt ja auch ganz schnell weg. Die Musik ist auch toll. Also, wenn dann auch noch mal so die Stimme dazu kommt. Das ist schon cool gemacht. Schauen wir mal. Wohin mich der Weg führt, das sind Vöglein. Und das ist Schmetterling. Den habe ich jetzt aber nicht gekriegt, muss ich sagen. Aber den hier vielleicht noch. Doch, den habe ich noch mal gekriegt. Den habe ich gekriegt. Ich habe ihn als Schiff mitbekommen, weil ich irgendwas verjagt habe. The wombat does not notice the little fairy wrens, but the fairy wrens definitely notice the wombat. Ah ja, okay. Der Wombat bemerkt die kleinen Staffelschwänze nicht. Aber die Staffelschwänze bemerken den Wombat ganz sicher. Das sind die Vögel hier. Kapitel 1. Anscheinend beendet. Okay, da hätten wir sicherlich noch mehr gucken können. The Wetlands. Kapitel 2, die Feuchtgebiete. Da können wir auch ganz andere Sachen sammeln. The wombat will eat when it's hungry, regardless of who is in the way. Der Wombat frisst, wenn er hungrig ist. Da spielt es keine Rolle, wer sich in seinem Weg befindet. Die Eindechse da. Toll, weg ist er. Aber ich kann jetzt da nicht zurück, oder wie? Oh, schade. Weil da wäre sicher noch was gewesen, aber das wusste man ja nicht. Das wusste man nicht. Dass wir da schon abschließen können. Anscheinend kommt er da nicht durch. Der Kleine. Der kleine Wombat kommt da nicht durch. Aber wir haben ein bisschen was gegessen. Im Ruheabschnitt können wir natürlich was einsammeln. Da gab es ja noch so viel. Ne? Naja. Schauen wir mal, ob wir die Eidechse irgendwie in unserem Dex aufnehmen können. In unser Buch, wo die Tiere verzeichnet sind. Schauen wir nochmal hier. Aber da war ich eigentlich schon, ne? Da war ich schon. Da habe ich gegessen. Kannst du da durchgehen? Wahrscheinlich nicht. Er ist ein bisschen verwirrt. Dreht sich einmal im Kreis. Ich bin genauso verwirrt. So, gehen wir weiter einfach. Mal gucken, was wir entdecken mögen. Mal noch schauen. Da oben sitzen auch die hier. Die lassen sich aber nicht erschrecken. Hier ist noch eine Zikade. Okay, und Heuschrecken gibt es hier. Hier gibt es Heuschrecken. Hier gibt es Heuschrecken. Hier haben wir wieder Vögel verschreckt. Die Umgebung ist sehr schön. Ich möchte sie gerne aufdecken.
Möchte wissen, was es da noch gibt. Vielleicht gibt es auch noch Frösche. Ah ja, ich muss ja wieder essen. Habe ich ganz vergessen. Dann macht er ganz schnell. Freut sich. Ich bin immer gespannt am Ende. Ich bin echt gespannt. Da ist doch noch ein Frosch. Ach, oder du bist das. Nein, da. Oh, die sind genauso schwer. Die sind genauso schwer. Ha, dich habe ich auch noch erwischt. Aber du haust wahrscheinlich wieder ab, oder? Er haut erstmal ab. So ein Arsch. Okay, hier komme ich ja einfach wieder zurück. Ich muss wieder zurück, kleiner Wombat. Tut mir leid. Ich weiß auch gar nicht, wie er heißt. Wir können ihm gerne einen Namen geben. Wir können das gerne essen. Aber das tue ich jetzt nicht. Das tue ich jetzt nicht. Ich gehe einfach weiter. Hier auch. Hier. Nein, ich wollte doch gar nicht darüber. Nee, eigentlich nicht. Kann ich wieder zurück? Doch. Komm, geh zurück. Geh zurück. Hat er was schon automatisch gemacht? Das ist gar nicht schwer. Ist gar nicht leicht. Weil er macht dann sofort irgendwas. Und da wollte ich vielleicht noch gar nicht so hin. Ui, cool. Was bist du denn? Du bist aber aggressiv. Oh, oh. The Spoonbills are not startled by the wandering wombat. Die Löffler lassen sich von dem wandernden Wombat nicht stören. Aha. Interessant. Solange sie mich jetzt nicht angreifen, sind ja doch sehr groß, oder? Jetzt gehe ich mal da lang. Da muss ich was kaputt machen oder mich durchbeißen. Und weil kann ich weiter essen. Sehr schön. Ich kann weiter essen. Ah, das tut gut. Muss ja sammeln. Für einen hart langen Sommer. Sozusagen. Da muss ich hin, ne? Das sind die Fußspuren. Sozusagen. Aber jetzt habe ich ja sonst nichts anderes mehr gesehen, was ich einsammeln könnte. Da. Den will ich ja eigentlich, ne? Nee. Okay. Was ist das hier? Das auch? Gut. Können wir aber zurück? Ich möchte gerne nochmal zurück. Da war noch irgendwas. Eine Zikade war hier. Eine Zikade. Ja, es ist ein bisschen schwierig, ne? Wenn man da draufklickt, dann ist das erledigt. Vielleicht kann ich den Löffler von hinten ärgern. Kann ich dich ärgern? Und er bewegt sich nur lustig. Aber ärgern konnte ich ihn jetzt dadurch nicht. Zack. Da ist die, ah! Da habe ich dich doch jetzt. Jetzt nehme ich dich. Das geht gar nicht so einfach. Warte mal, ich muss wahrscheinlich da rein. Okay. Okay, das ist automatisch passiert. Automatisch dann. Okay. Na gut. Bin ich auch zufrieden damit. Da das Spiel ja sehr kurz gehen wird, ist man dann bestimmt umso mehr verwirrter. Finde ich. Weil es einfach sehr schnell geht alles. Da ist noch eine Zikade und die Löffler. Sehr gut. Und man steuert eben nur mit der Maus. Das ist irgendwie auch sehr ungewohnt für mich. Nur ungewohnt. Ist ja schon fast wie ein Point-and-Click-Spiel. So, da wollen wir dann da weitergehen. Da waren wir doch vielleicht fleißig. Da, nein, du bleibst stehen. Ist auch so ein Löffler. Da. Da habe ich dich gesehen, ne? Da müssen wir mal ganz genau alles beobachten. Da ist auch noch einer. Gut, die sieht man recht gut. Und hören tut man natürlich auch gut. Ja, der haut doch immer ab. Wenn ich den mich näher, dann der ist immer gleich weg. Hier kann ich aber nicht durch. Ja, da dreht er sich einmal im Kreis. Und jetzt hat er irgendwas anvisiert, was ich nicht wollte.
Das kann auch sein, ne? Ja. Kommt gleich ein süßer Wombat. Das Spiel geht jetzt nicht so lange. Ich mache jetzt einmal eine halbe Stunde, würde ich mal sagen. Also nicht, dass ich das jetzt in einer halben Stunde durchrock. Aber ich mache jetzt einfach zweimal eine halbe Stunde. Mal gucken, was da noch so passiert. Dann sehen wir noch ein bisschen und erleben was. Nein, das dachte ich, das kann ich mitnehmen. Doch, nee, doch, doch, doch. Doch, das kann ich. Ich kann es essen. Und da freue ich mich. Es tut gut. Jawohl. Da gibt es auch noch so ein Grasbüschel, das glaube ich nur einmal gibt anscheinend. Möchte ich mal wissen, wo das ist. Hier zirpt ja wieder was. Jetzt gehe ich mal diesen Weg weiter. Auf Entdeckungsreise. Auf Futtersuche. Da bist du, kleiner Freund. Ärgerst du mich? The wombat enjoys a good scratch before moving on in search of more food. Das ist süß, wie er den schaukelt. Der Wombat genießt eine intensive Kratzeinheit, bevor er sich wieder auf den Weg macht, um mehr Futter zu suchen. Schon niedlich. Ja, das war's. Kapitel 2 war auch beendet. The River Birds. Kapitel 3, die Flussvögel. Da gibt's jetzt Libellen, die wir da sammeln können. A hot, dry wind ruffles the wombat's fur and whispers a warning to the birds. Ein heißer, trockener Wind zersaust das Fell des Wombats und flüstert eine Warnung an die Vögel. Und schon hauen sie ab. Okay, das ging jetzt ganz schnell. Ich denke mal, wir müssen bestimmt in diese einzelnen Abschnitte mal wieder zurück, um alles zu sammeln. Denke ich mal. Weil da kann man wirklich viel sammeln. Da kann man noch wirklich viel tun. Ich habe das in den Achievements gesehen. Da kann man sich echt schön aufhalten. Und soll man sich auch aufhalten. 50 Stück davon. Wir haben 13 schon. Da können wir nicht durch, okay. Ich verstehe schon. Kleiner Wombat, das können wir nicht. Da müssen wir leider noch ein bisschen weiter. Das ist ein Libelle, ja. Zumindest einmal. Oh Mann, sind die schnell. Das ist einer. Mist, ich wollte den eigentlich haben. Aber wie kriege ich den ja nochmal? Vielleicht kriege ich dich ja nochmal. Da ist nichts, ne? Das ist die Zikade. Da bist du, ne? Dich gesehen. Da. Das Doofe ist... Ja, jetzt habe ich dich erwischt. Ich habe dich erwischt. Du gehörst mir. In meiner Sammlung. Mal sehen, welche Tiere wir noch entdecken werden. Es sind ja nicht so viele, anscheinend. Die wir haben können. Können wir da machen? Wir konnten noch rüber gehen. Das, was ich auch nicht machen wollte, gleich sofort. Kannst du dich umdrehen? Nee. Das kannst du nicht mehr. Da wollte ich eigentlich gerne auch hin. Da ist noch eine Zikade. Das schnappe ich mir jetzt noch schnell. Das esse ich. Und habe ich mir gegönnt. Also von den Zikaden kommen wir da gut hin. Vögelein verscheuchen. Das macht er gerne. Ich glaube, das ist sein Hobby. Das macht er gerne. Ja. So, die Vögelein vertreiben. Ich will da rüber. Zumindest ich. Hup. Da flog er mir schon entgegen. Hätte ich auch anders machen können. Mama, da kann man auch was essen. Zumindest was essen. Er kriegt lauter Herzchen. Er freut sich. Sehr schön. Und da ist die Zikade. Da war sie. Sonst höre ich jetzt nichts mehr. Schauen wir mal. Ich wollte eigentlich da unten, da gab es doch irgendwie so einen Bereich, den ich gerne hätte noch sehen wollen. Aber vielleicht komme ich auch da nochmal hin. Es donnert. Ich glaube, ich habe jetzt Donnern verloren. Vielleicht will es jetzt bald regnen und das ist ja schade. Und das zerzaust ja mein Fell. Soll jetzt da runtergehen, ne?
Er ist schon sehr mutig und tapfer für dich. Und dann geht er rüber. Geschafft. Süß. Aber das eine haben wir jetzt, glaube ich, nicht gesehen, ne? Noch nicht gesehen. Ne, wir können nicht überall hin, anscheinend. Okay, dann gehen wir weiter. Hilft jetzt nichts. Hilft jetzt nichts. Da ist auch noch so ein Piepmatz. Hallo Piepmatz, ich bin's, der kleine Wombat. Suche nach Futter. Wie jedes meiste Tier hier. Sucht nach Futter. Zum Essen. Aber bis jetzt habe ich nichts Glitzerndes gesehen, ne? Das hätte es wahrscheinlich da drüben gegeben. Ich wette mit euch. Naja. Ah, noch schnell geschnappt. Er läuft aber auch dann ganz freudig und schnell. Ne? Und dann flutscht er dann gleich durch. Nö, das will ich nicht. Nö. Du musst wieder zurück, leider. Du musst leider wieder zurück. Weil da schauen wir mal auch weiterhin. Was gibt es hier? Hier kommen wir nicht mehr weiter. Das ist die Zikade. Die habe ich vorher nicht wahrgenommen, aber jetzt dafür. Ui. Es donnert, ne? Es donnert tatsächlich. Smoke and ash tickle the wombat's nose. Rauch und Asche kitzeln an der Nase des Wombats. Wenn wir es wieder geschafft haben. Nein, noch nicht. Gut. Ja, wir haben einen guten Geruchssinn. Wir riechen das, ja. Ups, da war ja was. Habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen gehabt. Können wir aber wahrscheinlich da gar nicht hin, ne? Da können wir nicht hin. Doch. Ha, jetzt hast du mich überrascht. Da glitzert was. Da bist du. So ein toller Vogel. So wie ein kleiner Papagei. Hey, das geht ja so schnell weg. Okay, dann haben wir das schon. Das hier und das hier und das hier. Wow, man kommt bestimmt später noch. Vielleicht schalten wir auch den einen oder anderen frei, wenn wir die sammeln und so. Das kann natürlich auch sein. Aber cool. Haben wir noch entdeckt. Na, gemein versteckt. Ganz gemein. Es hat mich umso mehr gefreut, dass ich da hingegangen bin jetzt. Mit dem kleinen Wombat. Und dann gehen wir nochmal hoch. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich, wenn wir dieses Kapitel beenden, werden wir wahrscheinlich dann eine neue Folge machen. Mal einfach gucken, was da so passiert. Ich sehe auch jetzt überhaupt keine Libelle, ne, was wir hier suchen müssen. Keine einzige Libelle. Außer Vögelein. Nein, ich will da runter. Um Gottes Willen. Es donnert schon. Wir müssen jetzt uns einen Unterschlupf suchen, glaube ich. Das sollten wir tun, oder? Hm? Was meint ihr? Das wäre schon zu gefährlich für unseren kleinen Wombat. Weil gegessen haben wir jetzt. Getrunken vielleicht nicht so viel, aber gegessen haben wir was. Und da sollten wir vielleicht jetzt doch uns irgendwie einen Schlafplatz suchen. Er ist so niedlich. Er pummelt auch so süß, ne? Er pummelt einfach so süß. Da habe ich gedacht, das Spiel ist was für uns. Können wir mal abschalten, können wir spielen. Ja, aber... Oh, waren wir schon 20. Fast die Hälfte. Dann wollen wir auch mal hier rüber. Das geht hier etwas länger, finde ich. Das davor war immer alles sehr, sehr kurz. Da ist einer. So, ihr lieben Vögelein, ich verscheuche euch alle mal. Tschüss. Macht es gut. Schauen wir mal hier nochmal kurz. Da ist was. Aha. Es ist tatsächlich so. Schauen wir mal. Du kommst hier rein dann. Das ist schön, das freut mich auch. Ja, dann haben wir wahrscheinlich die anderen nicht entdeckt. Das macht jetzt aber nichts. Das macht jetzt noch nichts. Das sind ja eh jetzt erstmal die Pflanzen. Das macht jetzt nichts. Vielleicht kommen die ja doch nochmal. Das weiß ich ja noch nicht.
Das können wir noch nicht wissen. Schauen wir mal, was uns erwartet, und dann machen wir in der nächsten Folge einfach weiter. The wombat watches the birds fly away. It too needs to find somewhere safe from the flames. Der Wombat schaut zu, wie die Vögel davonfliegen. Es muss sich selbst einen Zufluchtsort vor den Flammen suchen. Könnte sein, dass vielleicht in Australien ist es ja warm, dass vielleicht irgendwo es brennt. Das kann sein. Kapitel 3 ist beendet. Dann schauen wir weiter. Kapitel 4. The Bushfire. Das Buschfeuer. The fire advances hard and fast. The wombat must find shelter. Jawohl, und an dieser Stelle machen wir eben den Cut und spielen weiter in der nächsten Folge mit dem Wombat. Und wir hoffen, dass wir da sicher durchkommen. Wir sehen, unser Wombat ist verängstigt, er hat Angst. Und auch die Gerüche besagen natürlich Tod und Leid. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Chroniken Offline.